Freunde, ich bekomme gleich Besuch von einer Freundin und weil ich sie so lieb habe, dachte ich mir, ich mache hier mal eine Herzpizza. Dazu braucht ihr einfach fertigen Pizzateig mit Tomatensauce. Den rollt ihr dann auf dem Tablett aus und heizt schon mal den Ofen vor. Dann schneidet ihr vorsichtig mit einem Pizzaroller oder mit einem Messer ein Herz aus. Ich war echt überrascht, wie einfach das ging. Den Rand könnt ihr vorsichtig entfernen, schmeißt ihn aber auf keinen Fall weg. Man kann daraus nämlich noch richtig leckere Pizzabrötchen machen. Und Leute, das ist ein Geheimtipp. Ihr müsst die Pizza, bevor ihr sie belegt, 2 Minuten in den Ofen tun. Das macht so einen Unterschied. Und jetzt kommt der süßeste Teil. Ihr schneidet aus Salami einfach Herzchen. Ich habe jetzt vegetarisches Salami verwendet, aber ihr könnt wirklich jede verwenden. Jetzt müsst ihr nur noch den Pizzateig rausholen und mit Tomatensauce bestreichen. Dann könnt ihr Käse verteilen. Ich benutze jetzt Mozzarella, aber ihr könnt auch ganz normalen Pizzakäse verwenden. Jetzt kommen die Herzchen drauf. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein paar Kräuter drüber streuen. Das müsst ihr nur noch in den Ofen tun und wenn sie fertig ist, rausholen. Ich war so happy, weil die so, so lecker aussah. Würdet ihr euch als Freundin darüber freuen? Schickt mir ein Foto, falls ihr sie...